Möchtest du, dass deine Backofenscheibe auch von innen wieder richtig schön sauber wird? In diesem Video zeige ich dir einen genialen Trick, wie das funktioniert. Denn das Problem kennst du auch. Deine Backofenscheibe machst du von außen und von innen natürlich immer richtig schön sauber. Doch innen liegend zwischen den beiden Scheiben ist noch eine weitere Scheibe. Und da kommen wir so natürlich nicht so einfach ran. Doch es gibt einen Trick, wie du auch diese innenliegende Scheibe perfekt sauber machen kannst und das zeige ich dir jetzt in diesem Video. Öffne deine Backofentür und mache diese beiden Hebel nach vorne. Denn dadurch kannst du die Backofentür herausnehmen. Winkel sie, so wie du es hier sehen kannst, an und zieh sie dann zu dir. Dann bekommst du die Backofentür hier einmal komplett ausgebaut. Jetzt legst du sie irgendwo hin und dann kannst du auch schon sehen, dass du von unten hier die verschiedenen Scheiben sehen kannst. Das heißt, von hier unten können wir jetzt in die Backofenscheibe rein. So kannst du die Backofenscheibe jetzt einmal von innen und von außen natürlich wunderbar putzen. Und dann brauchst du ein weiteres Hilfsmittel, damit du die Scheibe auch von innen perfekt sauber machen kannst. Ich habe dafür jetzt einen solchen Tortenheber genommen. Du kannst auch irgendetwas Ähnliches nehmen. Es muss nur richtig schön flach sein und natürlich am besten so lang, dass du auch komplett in die Backofentür damit hereinkommst. Nimm jetzt einen Lappen, wickel das Ganze hier auf und dann hast du das Ganze auch schon soweit vorbereitet. Am besten fixierst du dieses jetzt noch mit den Gummibändern, damit der Lappen dir nicht verloren geht. Das Ganze noch mit einem Reiniger einsprühen und dann kannst du schon dazwischen gehen. Falls es bei dir nicht passt, kannst du natürlich auch einfach nur ein Haushaltstuch nehmen. Einsprühen und vorsichtig damit zwischengehen und jetzt kannst du die Scheibe dann auch von innen wunderbar reinigen. Probier das Ganze doch auch bei dir unbedingt einmal aus. Falls es übrigens für dich nicht funktioniert oder du die Scheibe noch besser sauber bekommen möchtest, kannst du die Backofentür auch wirklich einfach auseinanderbauen. Ich verlinke dir an dieser Stelle ein Video, in dem ich dir genau zeige, wie das Ganze funktioniert, damit du die Scheiben auch richtig sauber bekommst. Ansonsten würde ich mich jetzt über einen Daumen nach oben und ein Abo wirklich sehr freuen.